Hallo und herzlich willkommen zum 1000 Abonnenten-Special. Wow, nicht schlecht. Wir schauen uns heute mal die Kommentare an und das von euch am meisten gewünschte Thema. Bleib dran, wenn du wissen willst, was das für ein Thema ist. Wow, krass. 1000 Abonnenten und das in so kurzer Zeit. Da bin ich wirklich, wirklich beeindruckt. Also man muss dazu sagen, ich komme aus dem Online-Marketing, ich habe ein bisschen Erfahrung, was Social Media allgemein angeht, aber diese Zahl ist der Wahnsinn. 1000 Abonnenten in knapp einem Monat. Wow. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden, der geliked, geteilt, kommentiert und abonniert hat. Vielen, vielen Dank. Ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen. Ich freue mich echt riesig, dass der Content bei euch so gut ankommt. Und ich bin wirklich krass beeindruckt, wenn ich mal in die Kommentare schaue. Krass. Einfach genial, wie viele Leute hier zum Austausch zusammenkommen und über wirklich wichtige Themen diskutieren. Ich danke euch vielmals, weil auch ich lerne täglich dazu. Deswegen, wir schauen uns jetzt mal ein paar Kommentare an, welche die besonders lehrreich sind und probieren einfach mal gewisse Sachen aus. Kai Holler und noch viele andere fragen, was mit meiner Siege ist. Was ist mit meiner Siege? Wann kommt denn endlich mein Video? Und vor allem fragt der Kai auch, wie ich meine Siege denn aufgepimpt habe. Ja. Bei der Siege kann man halt gar nicht mal so viel pimpen, ne? Man hat halt die Wurfarme, das sind 150 LBS auf Maximum gedreht und das war's. Da kannst du keinen Doppelwurfarm mal eben so machen, wie bei der Adder oder der R9. Na, das geht da halt einfach nicht. Bei der Siege ist das Tuning bei mir wirklich auf die Optik spezialisiert. Also ich habe da einen HH Optimizer drauf und ein 3- bis 12-fach Zoom mit Mildot absehen. Ich weiß, das ist nicht das Optimale für eine Armbrust, aber auch damit komme ich super gut klar. Ich schaffe damit effektiv, also wirklich absolut genial, sind Distanzen auf 30 Meter, freistehend, komplett genial, Streukreis so, ja doch so. Also so, dass die Pfeile gerade nicht kaputt gehen, aber so, dass man sich wirklich freut einfach. Bei 40 Meter lege ich dann auf, das funktioniert auch noch wunderbar und auch 50, 60 Meter ist wirklich mit dem Ding drin, aber halt nicht mehr. Zumindest habe ich es noch nicht hinbekommen. Außer der Optik, also der Zielvorrichtung, haben wir noch was anderes an der Siege verändert. Diesmal auch die Optik betreffend tatsächlich. Ich habe hier den Sticker ausgetauscht gegen den roten Punisher. Das war's. Ach ja, und ich habe hier noch verstärkt mit der Verstärkungsstange vom Bale. Stefan Hoffmann schreibt... Top gemacht, Malte. Dankeschön. Kleiner Tipp. Die Rändelschraube kannst du mit einem Nullring 3 mm fixieren. Dann brauchst du die nicht ablegen beim Öffnen. Ach was, echt? Das ist die Lösung? Das probieren wir mal sofort aus. Ich habe hier einen kleinen Nullring. Hab herausgefunden, ein Nullring ist ein O-Ring. Falls ich damit falsch liege, schreib's in die Kommentare. Das hier sind keine 3 mm. Richtig. Aber ich habe gerade keinen anderen da und ich will es jetzt aber ausprobieren. Das wäre der Hammer, wenn das funktioniert. Das wäre richtig geil. So, Schraube lose. Und jetzt setzen wir den da mal drauf. Okay. Das funktioniert. Ich glaube, von der Größe ist der doch ganz gut. Der hat nämlich eigentlich kein Spiel. Also leider ist das nicht die Lösung. Oder ist der halt zu klein? Ich weiß nicht, hat jemand einen Nullring in 3 mm und mag das Ganze mal testen? Okay, leider nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, ich brauche wirklich diesen Nullring 3 mm. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal zu einem Baumarkt fahren und dann testen wir das nochmal richtig, ob das vielleicht doch die Lösung ist. Nächster Kommentar. Thomas Fröse schreibt, mal ganz neutral, ich habe mehrere Armbrüste und Sieger bei Externen und Anfängern war immer die EK Adder. Das kann sein. Aber meine Lieblingsarmbrust ist und bleibt nun mal die Stinger. Weil ich hier nicht den Platz habe, um immer mit der Adder zu schießen. Die 130 Pfund kann ich hier einfach nicht gebrauchen. Also maximal nutze ich die mit 90 Pfund. Aber auch das ist halt einfach hier nicht sinnvoll. Mit der Adder kommst du viel weiter, als ich hier schießen kann und möchte. Deswegen ist das keine Option. Und was Zuverlässigkeit angeht. Da habe ich jetzt schon super viele Kommentare gelesen, von wegen, die Adder sei ja super zuverlässig. Ich habe jetzt, da war einer, ich habe jetzt schon mindestens 700 Schuss mit der Adder und kein Problem. Das ging mir auch so. Das ging mir sogar noch 1300 weitere Schuss so. Bis dann, bei Schuss 2000 ungefähr, das Achslager ausgeleiert war. Ne, die Kralle. Dadurch ist die Kralle einfach hin und her gewackelt und hat Fehlschüsse produziert. Also das ist das Problem bei der Adder, meiner Meinung nach. Die Fehlschüsse treten halt erst nach einer gewissen Zeit auf, erst nach einer gewissen Benutzungsdauer.
Und die haben einfach super viele noch gar nicht erreicht. Und ja, klar, dann ist die Edda eine sehr solide Armbrust. Aber irgendwann ändert sich das. Wer meine Videos kennt, der weiß, die Edda ist keine schlechte. Und ich habe die auch oft im Einsatz. Und es gibt da auch Lösungen, an denen man sich bedienen kann. Aber mehr dazu im Edda-Video. Guido Drescher. Videoidee. Über geeignete Optiken für die Stinger 2 wäre mal prima. Vorab, welche Optik hast du auf der Stinger? Hast du da einen Link? Ja, habe ich. Es wird auf jeden Fall noch ein komplettes Video dazu geben. Ich würde nämlich auch mal einfach interessieren, wie sind die Originaloptiken von Steamboat? Da habe ich noch immer keine einzige da. Hatte ich noch nie in der Hand gehabt. Weil ich habe so viele andere. Ich würde aber echt gerne mal ausprobieren, wie die sind. Und dann kann ich euch vielleicht noch mal mehr was empfehlen. Jetzt gerade habe ich hier das Fayashi V30 drauf. Das hatte der Jörg mal in der Facebook-Gruppe vorgestellt und das ist echt cool. Also das ist halt gekapselt. Also ihr habt hier wie so eine kleine Tube. Also die Tube da. Also ihr habt kaum Blendung. Ihr könnt hiermit nämlich auch wunderbar schießen, wenn die Sonne richtig ballert. Weil dieser Tunnel sichert das. Also da habt ihr keinen Lichteinfall. Das ist schon mal echt genial. Dann hat das hier ganz bequeme Knöpfe zum heller und dunkler stellen und zum Ausschalten. Und was ich richtig, richtig genial fand und warum es das Ding eigentlich überhaupt nur in meiner Sammlung geschafft hat, ist, es gibt da eine Abschaltungsautomatik. Ich meine, kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche, dass nach 2 Stunden, es kann auch 1 Stunde sein oder 3 oder 2,5 oder sonst was, ich meine, es sind 2 Stunden, dann schaltet sich das Ding aus, wenn das 2 Stunden lang nicht benutzt wurde. Und wenn ihr dann an dem Ding wackelt, ist es wieder an. Ja, also das ist auch eine echt coole Sache. Der Klassiker hier, der Whipshot, der hat jetzt schon 5 Batterien gefressen. Und ich bin noch unter 1000 Schuss, also einfach, weil ich es vergesse auszumachen. Passiert, wenn man hier mit 6, 7 Geräten unterwegs ist, dann lässt man das eine oder andere Red Dot auch aus Versehen an. Habt ihr hiermit nicht. Das Ding wird außerdem direkt auf den Rail Riser geliefert. Den habe ich jetzt hier allerdings abmontiert. Das baut dann einfach zu hoch auf. Das braucht man nicht. Hatte ich in meinem Vorstellungsvideo von meiner Lieblingsarmbrust, das Dinger 2, gesagt, dass das sehr viel Sinn macht. Aber tatsächlich, ich habe es ausprobiert, es macht gar nicht so viel Sinn. Also so ist tatsächlich besser. Danke nochmal an Gerald für diesen Tipp. Ansonsten habe ich hier noch ein cooles. Das habe ich jetzt allerdings auf meiner Survival drauf. Das ist von crossbowtuning.com. Ich weiß, dass es dieses Red Dot auch bei diversen China-Händlern gibt. Und da habe ich tatsächlich versucht, Geld zu sparen und habe das einfach mal testweise auch bei so einem China-Händler bestellt. Es ist faktisch was ganz anderes. Also das ist echt ein krasser Unterschied. Das Ding ist super verarbeitet. Das Leuchtkorn, dann der Punkt ist absolut präzise. Also da hat man nicht wie jetzt bei den Standard-EK-Dingern. Zum Beispiel auf der Edda passiert das gerne mal, dass du nicht einen roten Punkt, sondern 7 kleine rote Punkte nebeneinander hast. Und das hast du hier absolut nicht. Hier hast du wirklich einen richtig kleinen, schönen Punkt. Das war lange Zeit mein Lieblings-Red Dot. Es hat nicht die automatische Abschaltung. Und deswegen ist das jetzt mein Lieblings-Red Dot. Aber die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Vorteil hier ist auf jeden Fall, es ist sehr günstig. Und ich finde, es ist wirklich sehr hochwertig. Ich hatte noch kein besseres für diesen Preis in der Hand. Ist natürlich auch unten verlinkt. Generell verlinke ich bei diesem Video alles. Ihr müsst einfach mal in die Beschreibung klicken. Da habe ich euch einige Links reingepackt. Wichtig, die Amazon-Links sind Ref-Links. Das heißt, ihr bestellt über diesen Link. Das Ding kostet 19,99 € als Beispiel. Ihr bezahlt 19,99 €. Für euch wird dadurch nichts teurer. Aber ihr unterstützt meinen Kanal monetär. Und wenn ihr darüber bestellt, bin ich euch natürlich sehr, sehr dankbar. Das Ding gibt es nicht auf Amazon. Da bekomme ich auch kein Geld, aber ich verlinke es euch natürlich trotzdem. Und auch alle anderen Sachen, die es auf Amazon nicht gibt, verlinke ich euch trotzdem. Martin, Mick und noch viele andere stellen Fragen bezüglich der Pflege der Sehne. Es wird dazu noch ein vollständiges Video kommen, wo ich einmal jedes Gerät pflege und dann einen Probeschuss damit mache. Aber das wird ein bisschen Zeit dauern. Aber ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie ihr eure Stinger pflegt. Und das ist gar nicht so unterschiedlich zu den anderen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Stinger pflege. Vorweg gesagt, bei der Pflege gibt es super, super viele verschiedene Meinungen. Und ich bin mir da teilweise auch gar nicht mal so sicher. Aber die Erfahrung hat einfach gezeigt, manche Sachen funktionieren super gut und manche Sachen funktionieren eher weniger. Ich habe anfangs meine Stinger noch ganz anders gepflegt, als ich es mittlerweile tue. Mittlerweile benutze ich nur noch eigentlich Rail Loop. Ausschließlich.
Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Also es ist halt Rail Loop. Ja? Und dementsprechend looben wir jetzt die Rail. Die Sehne wachsen wir nicht. Und auch die Mittelwicklung wachsen wir nicht. Wir gehen einmal hier drüber. Und das war's. Das habe ich jetzt schon viele tausend Schuss so gemacht. Und auch in meinem 700-Schuss-Video habt ihr ja genau diese Art der Pflege gesehen. Und es hat 700 Schuss ausgehalten. Und da habe ich ja wirklich ganz anders gewachsen. Also irgendwie alle 300 Schuss oder so. Wann soll man die Rail wachsen? Also bei der Adder stand in der Anleitung, meine ich, 5 Schuss. Alle 5 Schuss sollst du wachsen. Wäre schön, wenn man das macht. Ich glaube, macht keiner. Also wirklich gar keiner. Ich würde sagen, ich pflege die Stinger schon viel, viel mehr, als die meisten Nutzer es tun würden. Und ich werde jetzt auch bald mal ein Stinger Out of the Box Video machen, wo wir uns die Tactical mal wirklich komplett aus der Box angucken. Ich hatte ja gesagt, ich baue da auch das Farbkit für ab. Aber nö, das bleibt dran. Ich finde, das sieht so cool aus. Und es passt halt einfach genial zu diesem Steamboat CI. Und die Corporate Identity ist natürlich genau das. Also schwarz und orange. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen bleibt das dran, auch für das Out-of-the-Box-Video. So, aber ich habe jetzt auf dieser Sehne hier schon bestimmt 200 Schuss. Und ich habe da auch genau das gemacht. Einmal Rail Loop und seitdem gar nicht mehr. Und ich glaube, in den Stinger-Dingern sind ja jetzt mittlerweile immer 2 Sehnen. Und ich glaube, wir machen einfach mal so einen richtigen Extremtest. Mit der Tactical 55 Pfund machen bei der nächsten Sehne, die wir hier drauf machen, machen wir einfach mal gar nichts an Pflege und gucken einfach mal, wie wir damit klarkommen und wie lange das gut geht. Weil ich muss echt sagen, ich war jetzt ja lange Zeit mit Dynema-Sehnen unterwegs, habe gar nicht mehr Originalsehnen benutzt oder teilweise sogar Redback-Sehnen benutzt, einfach weil ich viel ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, die Sehnen von Steamboat, die sind mittlerweile echt krass. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie meines Compact teilweise 50 Schuss gemacht hat, dann war das Ding durch. Mittlerweile ist das Ding unkaputtbar und das ohne Pflege. Also das ist echt krass. Ich werde das natürlich im Test versuchen nachzuweisen. Freut euch auf den Test. Klickt auf Abonnieren, um das mal nicht zu verpassen. Ja, also ich mache Rail auf die Loop und das war's. Aber es ist wirklich eine Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, Mittelwicklung auf gar keinen Fall wachsen. Auf gar keinen Fall. Und das sind nicht irgendwelche No-Names, sondern das ist zum Beispiel auch ein Tommy Meyer von Crossbow Tuning. Der hat echt Ahnung von dem Thema und der sieht das so. Ja. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch genug schwere Jungs, also Typen mit echt schweren Armbrüsten, also wirklich 10 Point, Excalibur und nicht so eine kleine 340 wie ich habe, sondern die dicken Dinger, 400er, 420er oder 440 sogar, Scorpid, Mission, 10 Point und die wachsen ihre Mittel richtig krass. Also das ist wirklich, da siehst du die Mittelwicklung kaum noch. Ne? Also da ist wirklich so dieses grünliche Wachs von Excalibur so richtig dick drauf geschmiert. Ne? Also es gibt da wirklich das Lager und dann gibt es das Lager. Und alle kommen sie klar. Also ja, im Endeffekt musst du halt einfach das für dich herausfinden, was bei dir funktioniert. Was zum Beispiel eine echt geile Sache ist, eigentlich, hier, Silikonöl. Ich habe hier das von Ballistol. Das ist echt eine tolle Sache, eigentlich. So ein Ding habe ich auch in meinem Siege-Koffer drin. Den Siege-Koffer zeige ich euch nochmal. Und bei der Siege nutze ich das sehr, sehr regelmäßig. Warum nutze ich es aber nicht bei der Stinger? Ja, die Stinger schieße ich hier, in diesem Raum, in meinem Hobbyraum. Oh, da steht Mac an der Wand, das ist mein Hobbyraum. So, aber das ist ein Hobbyraum, in dem scharfe Sportgeräte benutzt werden. Hier darf der Boden nicht rutschig sein. Ne? Also wenn ich auf der Shooting Range bin, dann ist nicht so schlimm, wenn da mal ein Tropfen daneben geht, der versickert. Ich glaube, das ist nicht gut für die Umwelt. Aber hier, No-Go. Da kannst du hier Schlittschuh laufen. Das ist keine so gute Idee. Also es gibt wirklich kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur funktioniert oder funktioniert nicht. Und funktioniert es bei dir oder funktioniert es halt bei dir nicht? Letztendlich kommt es darauf an, womit kommst du am besten klar, womit kommt deine Armbrust am besten klar und was ist für dich am praktikabelsten und funktioniert halt bei dir am besten. Wenn ich sage, nimm die Rail Loop und das bringt bei dir einfach nichts, warum auch immer, dann ist das so. Dann hör nicht auf mich, sondern dann mach's halt mit dem Silikonöl. Aber wirklich wichtig, benutzt Rail Loop. Also dieses
sehr, sehr, sehr weiche Material, was wirklich labelloartig ist. Also wenn man da mit dem Finger drauf kommt, hier, das ist direkt flüssig. Das ist das, was wir haben wollen. Gibt auch die Dinger hier. String Wax nennt sich das dann. Und das ist ganz normales Sehnenwachs vom Bogensport. Es hat eine ganz andere Beschaffenheit schon. Ne? Also ihr seht, das ist eher wie so ein Prittstift aussieht. Ne? Das ist nicht so durchscheinend wie das Ray Loop. Und das ist viel, viel fester und zähflüssiger. Das nicht auf die Rail schmieren. Auf keinen Fall. Weil dann kriegt ihr nämlich so komische Popel auf der Rail. Und die führen letztendlich nicht dazu, dass das Ding schneller wird, sondern langsamer. Außerdem habt ihr dann mehr Verschleiß. Keine gute Idee. Auch gut ist übrigens das X-Loop von Excalibur. Das schauen wir uns nochmal an. Gerade wenn wir die große mal richtig schießen. Es ist bestellt, aber leider noch immer nicht da. Ja, und die gucken wir uns dann auch mal an, ne? Also das ist meine große, das ist meine neue. Das ist meine Excalibur 340 Mag. Keine Ahnung, wofür das Mag steht. Aber es hat es mir halt einfach angetan. Ich muss sagen, absolut geil. Ich habe damit jetzt schon auf 50 Meter geschossen und das ist halt, faktisch gibt es keinen Streukreis. Also was halt hier dann nicht trifft, das ist dann wirklich der Mensch, nicht das Ding. Also, und das ist halt auch das Ding, 50 Meter komplett freistehend, nichts aufgelegt, nichts. Ne? Das Ding hat ein echt geiles Handling. Ist natürlich was ganz anderes als ein Stinger. Absolut, ist auch nicht so, ja doch, ist schon sportlich, auf jeden Fall. Ne? Also, einmal spannen ist so ein Ruderzug halt, ne? Kannst du Fitnessstudio sparen. Das ist mein Plan. Aber dynamisches Schießen kannst du damit knicken, ne? Gibt halt keine Möglichkeit, das Ding irgendwie schnell zu repetieren. Und irgendwie jetzt hier auf die Brust setzen. Ja, das war's. Ne, also dafür ist das Ding nicht gemacht. Das ist aber geil. Wirklich geil. Also da wirklich vielen Dank nochmal an den RM Crossbow Sniper, der mir das Ding zu einem absoluten Toppreis überlassen hat. Vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und die gucken wir uns natürlich auch nochmal richtig an auf Shooting Range. Da könnt ihr jetzt entscheiden, was würde euch mehr interessieren. Es gibt drei verschiedene Range-Projekte, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Und ihr könnt entscheiden, in welcher Reihenfolge die kommen. Projekt 1, die Excalibur. Mal richtig schön auf richtig Range bringen. Also 70 Meter. Und dann gucken wir, wie weit kommen wir noch. Projekt Nummer 2, die Stinger Survival. Oder auch die Super Stinger Survival von Crossbow Tuning. Ja. Also die hat mir hier der Tommy zur Verfügung gestellt für ein paar Range-Tests. Tommy kommt mit dem Ding auf 50 Meter. Das ist schon echt super für so ein kleines Ding. Und dann testen wir, wie weit kommen wir. Hat uns da auch ein paar Carbon-Pfeile gemacht. Muss sagen, sind nicht schlecht. Also die will ich echt mal testen. Das ist Möglichkeit 2. Und dann bleibt noch die Möglichkeit 3. Und das ist die Siege. Da gucken wir mal wirklich, wie weit kommen wir mit der Siege und vor allem, wie ist dann der Streukreis? Ist das noch passabel? Ich meine, es ist ja immer noch eine PAB, eine Pistolenarmbrust. Es ist keine richtige ausgewachsene. Das ist eine richtige ausgewachsene. Und ja, die... Ich würde die echt gerne jetzt hier mal schießen, aber das geht nicht. Ich habe hier die Steambow-Matte, die Premium-Matte, die absolut geil ist, aber... nur mal nicht für diese Power ausgelegt ist. Also die ist bis maximal 130 Pfund. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Pfund hatten die. Weiß das jemand? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. 340 Mag von Excalibur. Aber 340? 340 FPS. Also für nochmal 40 FPS schneller als eine Siege mit Compound-System. Und dann, was natürlich auch nochmal einen brachialen Unterschied macht, gerade was das Ziel angeht, das ist ein Siege-Pfeil. Hat einen ganz normalen Bogenpfeildurchmesser. Und das hier ist ein Pfeil für die Excalibur. Ja, also der hat einen ganz anderen Durchmesser. Das sind sogenannte 1132er Pfeile. Also 1132stel Zoll ist der Durchmesser, deswegen heißen die so. Das hier sind übrigens 516stel, auch Zoll, ne? Und die Stinger-Dinger sind übrigens noch kleiner. Schreib auf jeden Fall in die Kommentare, welche Reihenfolge dieser Shooting-Range-Tests du dir wünschst. Ja, und dann kommen jetzt hier noch ganz viele Kommentare und Fragen zu meinen Mods. Also wirklich viele. Und PNs auf Facebook und Instagram und sogar E-Mails. Deswegen wird es jetzt hier eine Antwort darauf geben. Ich liste euch noch einmal alle Anbauteile des Stinger auf.
Und als Referenz haben wir hier eine komplett blanke Stinger. Hier ist jetzt noch gar nichts dran gemacht. Und ich sag euch jetzt, was ich hieran ändern würde und in welcher Reihenfolge. Also welche Modifikationen ich hier vornehmen würde.